meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir, das letzte Video im Jahr 2017. Und das bedeutet, wir feiern bald Silvester. Und was kann man Besseres zeigen als leckere, gesunde, orientalische Party-Snacks? Und deswegen habe ich mich mit der lieben Semra von Lila Kuchen zusammengetan. Sie lebt in Istanbul, ich hier in Köln, sie ist Türkin, ich bin Araberin und tja, diese Symbiose ist perfekt. Der Link zu ihrem Video findet ihr bei mir unten in der Videobeschreibung, aber auch am Ende des Videos. Also bleibt dran und wir wünschen euch einen guten Rutsch. Bis dahin. Für den Teig, meine Lieben, benötigt ihr 1 Kilogramm Mehl. Ich mische das Ganze mit 500 Gramm Weizenmehl und 500 Gramm dunklem Roggenmehl. Dazu braucht ihr 1 Teelöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz und ein Päckchen Trockenhefe. So, kommen wir nun zu den Flüssigkeiten. Ihr braucht einmal 250 ml lauwarmes Wasser, 200 ml Milch und 100 ml Sonnenblumenöl. Ja, und nun sieben wir einmal das Mehl durch. Ich habe das hier abgeschätzt, die Hälfte der Packung. Und danach das Roggenmehl dazugegeben. Auch hier natürlich einmal schön durchsieben kräftig, damit wir keine Klumpenbildung haben. Jetzt kommt die Trockenhefe dazu. Salz und Zucker und die Flüssigkeiten nach und nach. Einmal das Öl, einmal die Milch und das Ganze mit einem Handrührgerät einmal kurz verrühren und langsam das lauwarme Wasser hinzugeben. Ich bevorzuge es, das Ganze nochmal mit der Hand kräftig nachzukneten. Und das ist der Teig und wir legen ihn weg zum Ruhen, schön zudecken an einer warmen Stelle. Jetzt wird es richtig orientalisch und zwar brauchen wir für die Füllung passierte Tomaten. Wir brauchen geröstete Pinienkerne, wir brauchen 1 bis 2 große Zwiebeln, ein Bund Petersilie, 3 Knoblauchzehen. Und kommen wir nun zu den Gewürzen und da jetzt wird es richtig, richtig orientalisch. Ihr braucht Pfeffer, Salz natürlich, Piment, Baharat-Gewürz und ein bisschen Chili und ein Schuss Zitrone. Ich bevorzuge 800 Gramm Rinder-Tatar. Es ist besser, weil es ist schön fettarm. Und das Ganze geben wir einmal in die Schüssel. Dazu die Zwiebeln, das Bündchen Petersilie klein hacken, die Knoblauchzehen. Alles einmal in die Schüssel geben. So sieht das Ganze aus. Und eine Paprika klein würfeln. Seid großzügig mit den Gewürzen. Schön salzen, schön pfeffern und natürlich was Scharfes. Auch noch Chili hinzugeben. Traut euch! Piment, ganz wichtig, das ist ja das orientalische Gewürz. Und natürlich von Shubeng Baharat Gewürz. Ich verlinke euch das mal in die Infobox, falls ich das finde. Und natürlich ein bisschen Zitrone. So, nun mal das Ganze Pi mal Daumen mit bisschen passierter Tomate. Die gerösteten Pinienkerne hinzugeben. Die Paprika natürlich auch, gut vermischen und einmal zudecken, ab in den Kühlschrank. So, jetzt ist unser Teig wunderbar. So soll er aussehen. Wir lösen ihn langsam aus der Form und teilen ihn ab in ungefähr 3 bis 4 gleichmäßige große Bälle. Schön mit Mehl verstäuben und wir rollen einmal unsere Teigtaschen aus. Und ich bevorzuge jetzt hierfür ja, relativ große Form. Ich habe jetzt einfach mal eine Schüssel genommen und habe dann meine runde Form ausgestochen. Nun befüllen wir unsere runden, ausgestochenen Förmchen, unsere Teigformen und einmal schön umklappen, festdrücken und das Ganze mit einer Gabel ja, fixieren. Ihr könnt dann wahlweise mit Eigelb die Teigtaschen bestreichen oder ich nehme einfach Sahne. So sieht das aus, es duftet herrlich, Leute. So lecker und so einfach. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr Süßen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unsere Kanäle, liked dieses Video, damit wir mehr davon immer mehr produzieren können. Und ja, guten Rutsch, alles Gute für 2018. Bye bye, may your wish come true.